Hallo, hast du mal eine gute Minute Zeit? Mein Name ist Miriam Ellermann. Mir wird's ziemlich schnell langweilig. Da waren die letzten Wochen zugegeben eine Herausforderung, als der Lockdown kam und nichts mehr war wie vorher, im Pfarramt und in der Schule. Man kann sich nette neue Sachen ausdenken wie gute Minuten, aber irgendwann wird's doch ziemlich eintönig. Da bin ich wie alle anderen natürlich froh, dass jetzt allmählich der Bewegungsspielraum wieder ein bisschen größer wird. Manchmal fühle ich mich im Moment wie so ein Gummiband. Irgendwie ist mir das Leben immer noch zu klein. Ich möchte gerne mehr und mehr planen und organisieren. Da ist die Frage, ob wir im Sommer wohl wie geplant nach Italien fahren. Wahrscheinlich eher nicht. Eine der kleineren Fragen. Ich würde gerne weiterdenken, weiter planen. Aber was passiert, wenn man ein Gummiband überdehnt? Au! Das ist ganz schön schmerzhaft. Ganz schön schmerzhaft wäre es für uns alle, wenn die Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen. Weil wir es nicht ausgehalten haben, weil wir die Geduld verloren haben, Abstand nicht mehr halten, die Masken nicht mehr tragen, nicht mehr auf die Schwächsten Acht geben, wie es am Anfang war. Im Hebräerbrief steht: Werft nun euer Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr das Verheißene empfangt. Und das ist für mich der Rahmen, in dem ich und wir uns im Moment bewegen, in der Hoffnung darauf, dass es sich lohnt. Dass das Leben wieder normal wird, anders normal. Und ich ermahne mich und dich, hab die nötige Geduld.